A2.3. Begründen Sie, weshalb der Winkel ADC das Maß 90 Grad und der Winkel DMA das Maß 60 Grad hat. Also man soll begründen, warum der Winkel hier oben der 90 Grad Winkel ist. Das geht recht schnell, wenn man den entsprechenden Satz dazu kennt oder die entsprechende Eigenschaft. Gehen wir ins rechtwinklige Dreieck in der Formelsammlung, da finden wir nämlich schon den Hinweis dazu. Ja, hier ist es gestrichelt eingezeichnet, der Thaleskreis. Ja, wenn wir eine Strecke AB haben und darüber gibt es einen Halbkreis und der Dreieckspunkt, der dritte, liegt auf diesem Halbkreis, dann ist es der sogenannte Thaleskreis und wenn ein Punkt drauf ist, ist das Dreieck automatisch rechtwinklig im Punkt, der auf dem Kreis oben liegt. Also, hier steht ja nur begründen Sie, also man muss nichts rechnen und so. Punkt D liegt auf dem Thaleskreis. Deswegen Winkel ADC gleich 90 Grad. So, zweiter Teil. Man soll begründen, warum, welcher war es, der MAD, DMA, der hier. DMA, das ist der da, warum der 60 Grad groß ist. Geht im Prinzip auch recht einfach. Wir wissen ja, die Strecke AC sind 12 cm. M ist der Mittelpunkt, also bleibt für AM 6 cm übrig. In der Aufgabe zuvor, hier haben wir stehen, AD sind ebenfalls 6 cm. Ja, das sind ebenfalls 6 cm. Die Strecke von M nach D entspricht ebenfalls dem Radius, also ist gleich lang wie MA oder MC und dann ebenfalls 6 cm lang. Damit haben wir ein gleichseitiges Dreieck und im gleichseitigen Dreieck sind alle Winkel 60 Grad groß. Also wäre auch der 60 Grad und der wäre ebenfalls 60 Grad. Hier kann man jetzt verkürzt sagt, Dreieck A, muss ich schon die Punkte nochmal anschauen. Doch, A ist oben AMD. Dreieck AMD ist gleichseitig. Deswegen gilt alle Winkel. Ja, sagen alle Innenwinkel sind 60 Grad. Können wir nur zuschreiben, die Strecke AM ist gleich der Strecke MD ist gleich der Strecke AD ist gleich 6 cm. So, ja, dann wäre die Aufgabe auch schon gelöst.